So, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie man im Microsoft Flug Simulator sich gewisse Anzeigen so ein bisschen vergrößern und rausholen kann. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Na, kann man sich hier das Multifunktionsdisplay rausholen. Dazu braucht man eine bestimmte Taste. Ihr geht also erstmal in die Steuerung und geht hier auf Alle. Und guckt dann, was bei euch da belegt ist. Standardmäßig ist es, glaube ich, ja, Alt-Grafik oder so. Gebt hier Neuer ein. Und dann kommt nur eins raus. Die Funktion heißt Neuer Benutzerinterface Fenstermodus. Ja, hier ist es Alt-GR bei mir. Ich habe es mir aber zusätzlich noch auf den Joystick gelegt. Hier könnt ihr das ja umbelegen, wie ihr möchtet. Klickt hier rein, legt irgendeine Taste fest. Seht, ob die auch gleich irgendwie vergeben ist. Validieren und dann übernehmen. Und ja, dann müsst ihr die Taste drücken, dann könnt ihr über ein Multifunktionsdisplay rübergehen mit der Maus und dann erscheint so ein kleines Plus. Also eine Lupe Plus, könnt euch hier die ganzen Dinge rausziehen. Die kommen dann alle erstmal in ein Fenster. Das geht jetzt nicht, weil es das gleiche ist wie hier. Und ihr könnt dann hier im Fenster nochmal auf ein kleines Plus drücken, dann wären das separate Fenster. Die ganzen Dinger zählen wirklich als extra, ja, Windows-Fenster. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ingame-Fenster. Das heißt, ihr könnt das hier komplett rausziehen auf einen anderen Monitor. Ja, ich sehe das jetzt im Prinzip auf meinem zweiten Monitor. Das ist gerade wichtig für Leute, die vielleicht ja Videos aufnehmen für YouTube oder streamen. Denn wenn ihr euer OBS zum Beispiel so eingestellt habt, dass das Spielefenster gecaptured wird, dann nehmt ihr die Dinger nicht mit. Also ihr müsst dann entweder das irgendwie als Fenstermodus capturen oder irgendwie die Fenster extra reinstreamen, wenn ihr das dann so wollt. Jetzt kann man hier die Größe auch ganz gut ändern und sich das so hinziehen, wie man möchte. Jetzt habe ich aus Versehen auf das Kreuz geklickt. Zack. Und das Ganze hat einfach den Vorteil, dass selbst wenn man das ungefähr genauso groß macht wie das Instrument in-game, ja, dann macht man ungefähr so groß wie hier. Dass man es einfach wesentlich schärfer lesen kann. So, also na, im Video wird man jetzt vielleicht nicht allzu großen Unterschied sehen, aber man kann es deutlich schärfer lesen, weil es halt extra wirklich nur das Instrument hier gerendert wird, ohne irgendwelche Entfernungen von hier oder Winkel. Und ich mache das meistens so, dass ich mir das Multifunktionsdisplay so hinziehe, oh mein Gott, wieder verklickt, dass ich zumindest irgendwie die Geschwindigkeit hier lesen kann und auch die vertikale Geschwindigkeit. Und bei vielen Flugzeugen ist die Triebwerksanzeige hier links. Das bietet sich also an, das Fenster so weit rauszuschieben, dass man zum Beispiel nur die Triebwerksinstrumente sieht. Das kann man auch noch ein bisschen kleiner machen und ist trotzdem deutlich schärfer zu lesen als auf dem Display hier. Ja, das Ganze funktioniert nicht mit irgendwelchen analogen Instrumenten, also in den alten Cessnas oder so, kann man sich jetzt nicht irgendwie, ja, das Variometer oder irgendwie so rausziehen. Aber die alten analogen Instrumente sind auch deutlich besser lesbar. Hier in der Cessna Longitude geht das noch, aber wenn man zum Beispiel in der Boeing spielt oder im Airbus, dann sind die Anzeigen schon wirklich, wirklich klein und schlecht lesbar, wenn man sich zumindest so hinsetzt oder hinsetzt, dass man das Cockpit so ein bisschen sieht. Die Fenster sind dann auch sichtbar, wenn man in der Außenperspektive ist. Ja, das heißt, sie bleiben hier aktiv und verdecken allerdings auch alles, was so an Menüs da ist. Das heißt, hier sehen wir jetzt nicht die ursprünglichen Anzeigen, die in der Außenperspektive zu sehen sind. Wenn man sich das zu groß einstellt, versperrt es aber auch einfach die Menüs. Ja, also wenn wir jetzt hier irgendwie in irgendwas reingehen, in Menüs oder auch in der Cockpit-Ansicht irgendwo anders hinspringen, weil wir uns die Instrumente irgendwie dichter ranholen, so. Ja, also die Fenster sind immer oben drauf und verdecken dann teilweise die Sicht. Das muss dann einfach auch klar sein. Was man weiter noch beachten sollte, ist, dass die Fenster, wenn sie aktiv sind, verhindern, dass quasi der Flugsimulator die Steuerangaben bekommt. Ja, wenn ich jetzt hier das Fenster aktiv anklicke, bin ich jetzt hier im Fenster, kann ich Gas geben, wie ich möchte, passiert nichts. Ich gebe jetzt gerade Vollgas, da passiert einfach nichts, weil, wie gesagt, das Fenster jetzt im Vordergrund ist. Das heißt, wenn man sich das alles so weit eingerichtet hat, wie man möchte, muss man einfach hier wieder reinklicken. Ne? Und dann nimmt er auch wieder die ganzen Eingaben, wie Gas und so weiter. Jo, das soll es dann auch schon gewesen sein, liebe Leute. Wenn
es euch gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.